Heute reagieren wir auf Hey-Team-Memes. Es gibt schon so lange so krasse Memes von uns und von allgemein von unseren Videos. Und wir haben noch nie ein Video darüber gemacht und darauf reagiert. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir dies tun werden. Und ich habe mir einen Vollidioten hergeholt. Heute stelle ich euch diesen wunderschönen Slime vor. Nein. Hört euch da an. Achtung. Nein, hau auf. Ach, so geil, der ist so geil, der ist so heftig. Nein. Wir werden heute auf jeden Fall dumme Bilder angucken und werden gucken, wie dumm Johannes mal wieder dargestellt wird. Nein, also ich bin nie dumm dargestellt. Das werden wir ja sehen, Digga. Ich werde nie dumm dargestellt. Es gibt zwei geisteskranke Seiten. Die eine hat 2400 Abonnenten und die andere hat, warte, wie viel haben die? 1100. Und ich bin sehr gespannt, was da für Bilder so kommen. Kenne ich gleich die zweite. Wenn ihr in Zukunft Memes machen wollt, dann gibt es jetzt hier eine Reddit-Seite. Da könnt ihr alle eure Memes posten. Der ist jetzt erstellt, da könnt ihr uns eure eigenen Memes posten und wir reagieren. Alles. Und nicht nur Memes, sondern auch einfach irgendwelche random Sachen, die halt so alles mit uns. Und das kann auch theoretisch auch in meine Videos kommen. Das wäre heftig. Okay, würde ich sagen, fangen wir an mit diesem Bild. Das ist Isabelle. Das ist du und Isabelle in eine per Person. Also eure Kinder werden sehr, sehr hässlich geworden. Ich am Anfang von Corona, als wir 2 Monate Ferien bekommen haben, ich ein Jahr. Nach einer Woche denkst du dir so, what the fuck? Ja, das stimmt komplett, Digga. Am Anfang habe ich mich so gefreut, so, oh mein Gott, geil, meine Schwester ist schulfrei. Ich hab mich immer gefreut. Ich fand Corona nicht schlimm. Also schon die Krankheit. Boah, Bruder, was redest du? Nein, die Krankheit fand ich nicht schlimm. Die Krankheit. Jetzt tut das, Digga. Die Krankheit fand ich schlimm, aber dass man zu Hause bleiben musste, war jetzt für mich so schlimm. Aber es ist auch geil, wieder anders zu sein. Also ich muss sagen, ich habe schon sehr, also nach 1,5 Jahren habe ich schon gedacht, boah, Digga. Von alleine, wo wir jetzt gerade waren, weißt du, so Sachen, ja, das ging alles. Cool mit so Events. Lass mich das nächste Mal. Wenn mein Mathelehrer zum 5. Mal versucht zu erklären, wie man was ausrechnet. Mann ist so sauer, der geht immer so sauer. Das Scheiße! Ich kann leider nicht reinschreiben, warum wir gerade lachen, aber. Ups. Und meine Pizza. Hä, warum, hä? Mein Video muss ich leider kurz alleine machen, weil ich muss kurz meine Pizza rausnehmen. Echtes Meme? Oh, das heißt nochmal was über dich, jetzt bin ich mal gespannt. Nein. Wenn ich mich bei meinem Lehrer einschleime, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Leute, das ist ziemlich fake, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, wenn man die Note ein bisschen aufbessern musste, dann wurde am Ende nochmal guten Tag, nochmal ein bisschen Nachdruck gewünscht, weil so, guten Tag, hallo, und wie soll man... Man sagt doch so immer, weißt du, man hat sich immer so... Ich hab immer das gemacht. Ah, Digga, komm, lass es. Good. Okay, gut, weiter geht's. Wenn meine Mom sich Bilder auf meinem Handy anschaut und anfängt weiter zu swipen. Oh nein. Ah, das ist du, wenn du mein Handy hast, Digga. Nein. Digga, du bist allgemein so schlimm. Nein, ich bin. Guck mal, gerade ich gehe einfach nur kurz auf Reddit, auf einmal sind da so 1000 Sachen. Okay, auf Reddit. Und dann löscht er die ganze Zeit weg. Ich hab mir, was hast du denn da alles angeschaut? Im Schulprojekt mal diese eine oder andere Matheaufgabe nochmal nach. Was hast du denn auf Reddit genau dir angeschaut, auf den Seiten? Ja. Wenn ein Lehrer mich an die Tafel schickt. Seid euch unfair, das werde ich in der Nacht bereuen. Ihr werdet es bereuen. Ja, also. Aber die Memes sind gut, die sind gut. Lehrer-Memes, die fühle ich sehr, ja. Also, ich muss echt sagen, diese Hey-Family-Memes macht schon immer ganz gute Memes. Ja, das sind viele so Lehrer-Memes, ne? Ja. Ich wäre auch gerne Lehrer geworden, tatsächlich. Wie ich mit meinen Geschwistern rede. Du bist auch der größte Idiot, Digga. Ach, das habe ich auf jeden Fall vergessen. Ja, aber auch schon bevor den Sachen. Echt? Ja. Die Digga, das war so geil, diese Szene, Digga. Okay. Da hatte ich dein Gesicht, Digga, da hab ich so... Das war richtig echt, aber du warst so richtig abgefuckt eigentlich darüber. So. Du wolltest so lustig sein, aber du warst richtig angepisst, Digga. Ich war richtig... Vielleicht durfte ein Tag mein Leben bestimmen, und dann musste ich mir so Scheiß ins Gesicht malen. Also eigentlich im Endeffekt genauso, wie es jetzt auch aussieht. Okay. Wenn mein Lehrer meine Arbeit als Beispiel nimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einem Class-Spinning! Ja, das war immer so, Digga, immer. Ich hab mich immer richtig gefreut, Digga. Ja, aber meine Sachen waren halt immer sehr, sehr schlecht, deswegen sind die halt nie an die Tafel rangekommen. Ja, ich durfte schon echt oft an die Tafel geklatscht werden. Ja, ich nicht. Aber du hast wahrscheinlich immer nur so als Strafe an die Tafel, musstest du rankommen. Das auch, ja, da war ich sehr oft an der Tafel. Wenn ich meinen alten Crush sehe. Boah, wie sieht dein alter Crush aus, Digga? Jetzt, aktuell? Der Crush? Ist das die aus deiner... Nein. Das war doch einer aus der... Nein! Da haben wir immer vorbeigelaufen, der meinte so... Oh, okay. Aber mein alter Crush, ich habe ihn letztens auf Mallorca wieder getroffen. Es war wirklich wild. Toll, du hast ihn mehr kennengelernt als ich im Endeffekt. Wir hatten auch ein bisschen Streit, aber... Wir haben 3 Tage nicht geredet. Jetzt kommen die alten Geheimnisse hoch, Digga. Wir haben 3 Tage nicht... Mein Crush war auf Mallorca. Ich dachte so, Alter, was, wie krank, jetzt ist er einfach hier. Und dann... Geil, er hat sich an die Rand die ganze Zeit auf die Bilder. Doch, du warst die ganze Zeit so wirklich richtig touchy mit der und sowas, ne? Und ich habe uns den Bratwurst geteilt, mehr nicht. Digga, ihr habt den Bratwurst wie in diesem Film geteilt, wo man immer mehr näher an den Mund so ran kommt. So, du warst das die ist Bratwurst nicht passiert. Geteilt. Wenn ich versuche, nett zu meinem Crush zu sein, also aka das, was Johannes die ganze Zeit in Malle bei meinem Crush gemacht hat. Ich war also mein Crush! Erst wollte ich einen Liebessong schreiben, das war dann fand ich das doch ein bisschen zu kitschig. Und dann habe ich das Gegenteil davon gemacht. Das ist so Johannes, wenn er sich so
Bruder, ihr müsst euch vorstellen, wie ich gerade kennengelernt habe. Er hat einfach so richtig, so wie so ein Analytiker, genauso da, so erst, wenn ich ein Liebes-Song schreibe. Er hat sich so genau angeguckt, wo sie auf Instagram ist. Nein, und dann ist er nach Boss Restaurant gegangen und hat gewartet, bis sie rauskommt, damit er sie zufällig ansprechen konnte. Das war mein anderer Crush. Ja, du hast viele Crush. Nein, du hast viele Crush. Also, das heißt Crush. Also, ne? Ja, das war wir über. Das ist der Crush, das ist der einzige Crush, den ich eigentlich jemals hatte. Dieser eine Freund. Wie geht's gut? Oh, du Eklatter. Ich hab nicht gefurzt. Nein, ich hab nicht gefurzt. Ich hab nicht gefurzt, Digga. Junge, ich muss hätte gesagt, wenn ich furze. Ja, ich muss dazu sagen, letztes Zeit hab ich irgendwie diese Furzallergie oder sowas. Ich furze so viel aktuell, Digga. Ich wollte auch fast schon zum Arzt gehen, deswegen, weil es so schlimm gerade ist. Also eigentlich ist dann, weil ich auch ein bisschen so leckere Sachen esse, aber ja, es ist echt komisch in letzter Zeit. Ich hab auch ein bisschen Angst. Aber manchmal furze ich auch und dann vergesse ich, dass ich gefurzt habe und dann sagen alle, es stinkt, dann tue ich so. Also dann weiß ich nicht. Das ist so eine Lüge, man kann das nicht vergessen. Doch, ich vergesse. Manchmal kriegt er mir einfach im Arsch. Ich, wenn ich neue Schuhe habe und der Boden dreckig ist. Weiter! Als meine neuen Jordans hatte, habe ich die behandelt wie so ein Baby, Digga. Heute gehe ich mit denen durch Schlamm, durch Arsch gerade. Die Sachen waren mal blau, die sind jetzt grau. Ich habe jetzt gerade das erste Mal wieder neue Schuhpaar. Ihr habt es jetzt auch in meinem Video gesehen. Die sind so geil, ich finde die so geil. Und nach zwei Wochen werden die immer mal. Ich hoffe nicht, Digga. Ich sag jedes Mal, ich mach's nicht, aber dann mach ich's. Na gut, bei den anderen hast du nicht welche Scheißbahnen. Auch bei denen hast du die Scheißbahnen. Doch, meine schwarzen Nikes, die habe ich echt gut behandelt. Okay, warte, jetzt ist hier einfach was ohne Text. Hey, die Qualität ist noch gut. Was habt ihr? Okay, jetzt habe ich den Account. Ich hab meine Hülle kaputt gemacht. Zehner ist leckt. Es leckt überhaupt nicht. Die Qualität ist doch gut, Digga. In dem Moment, wo ich 100.000 Abonnenten gehabt habe, wollte ich live fahren. Und hat's geleckt. Ich hab diesen Moment nicht drauf. Digga, bei dir hat's immer so den ganzen Tag drauf gewartet. Was ich am Struggle hatte, richtig hohen Puls. Weil wir Zeit, verpasse ich's jetzt, verpasse ich's. Das ist Among Us. Nein, Promi nach Hause, Stream und dann weg's, Digga. Wenn ich mir alte Chatverläufe und Bilder von mir anschaue. Also, so cringe, das ist so cringe, das ist so cringe. Ja. Das ist schlimm. Also, hören wir mal den allerersten Chatverlauf zu uns anhören. Von uns beiden, ja. Geh rein, da bin ich gespannt. Okay. Also, das allererste, was du mir geschrieben hast, das WLAN-Passwort. Das war dann als WLAN. Dann habe ich ein Bild von Flash geschickt. Unsere erste Nachricht war das WLAN-Passwort von mir. Wie kacke ist das denn? Dann, jo, aber wir haben auf Instagram geschrieben davor wahrscheinlich. Ja. Nee, haben wir nicht. Doch. Nee, du hast mir direkt Nummer gegeben. Direkt damals. Nein, wir haben Instagram geschrieben. Die haben wir sonst verabredet. Wenn mich jemand fragt, warum ich nie rausgehe, was bei dir wirklich oft der Fall ist. Meine Wohnung und ich sind für immer. Was ist das eigentlich? Nee, da hab ich gar nicht gesehen. Du musst tatsächlich sagen, in letzter Zeit bin ich echt viel draußen, ne? Das ist schon gut, Ich bin auch oft draußen. Ja. Wenn ich sage, dass ich morgen lerne, obwohl ich weiß, dass ich wieder verschieben werde. Das wird so dumm sein. Ja, ich hab immer verschoben. Danke dir, Flash. Aktuell gerade zu dir. Flash hat die Hässlichkeit aus dem Bild rausgenommen. Danke dir, Flashy. Wir danken dir alle. Lehrerwitze so. Ja, das Ding ist, Spinnen, ich kann Skorpionen und Spinnen alles auf meine Schulter nehmen. Auf die leichte Schulter. So ein Almanwitz, Digga. Junge, ich hab mich echt toll. Wieso? Extra nochmal, wenn du so Witze nochmal wiederholen musst. Du machst das Meme, Digga, machst du einfach in echt. Ich, wenn der Lehrer fragt, wer so laut geredet hat. Russisches, was soll das? Immer so einer auf seriös dann. Aber immer so Versicherungsvertreter. Digga, ich saß. Immer so Versicherungsvertreter, hier soll einer was verkaufen. Ich saß im Unterricht immer wirklich so, dann, wenn ich so nett sein wollte. So, weißt du, hab ich immer so hoch und so gemacht. Ja, man ist einfach von so auf Spaß, man stand auf, hat rumgeschnitten, dass du so ging. Ja, genau. Aber ich Angst gehabt vor den Lehrern. Bankrutschen in der Grundschule, was ist Bankrutschen? Hä, kennst du das nicht? Nee. Immer auf der Bankrutsch. Ich war viel schneller. Hä, hey, was ist Bankrutschen? Ich kenn Bankrutschen. Das ist doch mal das, wo man rutscht auf den Bänken. Ja, wie erklär ich? Was ist der. Hä, hey, wenn man in der Bank rutscht. Aber was ist das Ziel davon, in Bankrutschen? Ja. Schreibt in die Kommentare, was Bankrutschen ist. Ich kenn es nicht. Wenn man anstatt auf für alle löschen, nur auf für mich löschen. Du kennst es bei WhatsApp, das ist so belastend. Oh. Du kannst nicht mehr zurückrufen. Ja, das ist so belastend. Okay, Rainer. Ja, genau dieses Moment ist. Alter, es ist so unangenehm. Aber du guckst doch jeden Morgen in den Spiegel, wenn du dich auf immer siehst. Ne? Wenn du vergessen hast, okay, ich sehe so aus, ich muss mit diesem Gesicht. Ah, das war, ist fast richtig, nur dass du jetzt gerade dich mit mir verwechselst. Ah, nee, ich meine schon dich, wirklich. Wir müssen reden. Oh, immer wenn jemand sagt, wir müssen reden. Kennt ihr das von den Klassen? Johannes, wir müssen reden. Das ist schlimm. Jetzt bin ich Johannes, kommst du bitte, ich muss mit dir reden. Jetzt hab ich Angst. Nein, nicht wirklich. Doch. Oh, er gezittert. Jano ist auch ein kleiner Angst. Jano hat richtig Angst vor Höhe. Alter, so Angst vor Höhe. Krank. Er gezittert. Junge. Du bist so schlecht, ich damit.
Jesus Name. Was habe ich da getan in diesem Stream? Was hast du da gemacht? Warum, was sagst du da? Diese Streamzeiten waren so wild. Wenn ihr das nicht wollt, dass Johannes auf jeden Fall nicht mehr mit dem Stream anfängt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich war immer voll entspannt. Warum siehst du da so lustig aus, Digga? Junge, damals hast du immer diesen Look, ne? Diese Kapuze runter und dann immer hattest du Kapuze auf, Digga. Ich hatte immer eine Mütze auf, weil ich... Ja, und die Kapuze noch extra drüber, Digga. Ja, weil mir kalt war. So, Freunde, ich würde sagen, dann beenden wir das Video. Dümmer wirklich, geht es nicht. Danke für eure Memes, geht auf den Reddit-Account auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind verblödet durch die ganzen Memes.